Link, versuchst du etwa Melody gerade unter dem Rock zu gucken? Ich sehe fast was. Rosa Schlüpfer? Ah ja, cool. Mensch, Link, dafür interessierst du dich doch noch gar nicht mit 12. So, willkommen zurück, Freunde. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich hab's versaut, zwei Schalter zu drücken. Ja, zwei billige Schalter. Hui! Zack! Hey Mann, lass doch nicht los! Dumm, dumm, di, dumm, bum, 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 dumm, 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 dumm. So, also, okay, Moment. Gerade ausrichten, bitte. So, schön. Okay. Flieg und Sieg! Hui! Joppa. Okay. So, dann kann ich sie ablegen, mich heraufstöbeln und dann das Lied zocken. Des Puppengamers. La, 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 la. Und Psychogedankenkräfte. Wie Link dabei immer aussieht, ey. Also, er muss sie echt steuern. Als ob er nicht irgendwie sagen könnte: Melody, flieg mal bitte darüber kurz. Ja, das wäre echt nett von dir. Nee, er muss sie natürlich mit Gedankenkraft und so weiter alles. Ey, die kann echt fliegen, ist voll krass. Hui. Und Punktlandung. Nein. Oh, verdammt. Geschafft. Kommst du, Link? Trap. Aua. So. Susu. Und Trap. Yeah. Autsch. Okay. Weiter geht's. Quan! Ich kann doch sprechen. Klappt ja nicht. Ich muss ja so mit ihr durch die Tür durchgehen. So, gut. Was bist du für einer? Was bist du für einer? Und was ist das denn? I. Susu? Susu? Wie macht er das? Er ist ein Zellteiler. Susu? Das geht ja gar nicht, was der da macht. Das widerspricht jedem Gesetz der Natur. I. Okay. Wie besiegt die Viecher nochmal? Ich glaube, das war erstmal irrelevant. Autsch! Und kommt erst später zum Einsatz. Aber erstmal werde ich einfach mal eine schöne Bombe werfen, von der ich 99 habe. Um mir einen Porter frei zu bomben. Bomb. So, ich glaube, das würde auch erst später. Nee, wartet mal. Ist ja merkwürdig. Die Tür ist ja zu. Ich muss sie wohl irgendwie besiegen. Ach, stimmt ja. Wartet mal. Melody hat nämlich eine geheime Technik. Und zwar hat sie ein Spiegelschild. Ganz fies. Ups. Come on, Melody. Wow. Wow, wow, wow. Gucken, ob ich es so schaffe. Verdammt, so schaffe ich es nicht. Oh. Ups. Ach so, ja. Oder ich lasse sie einfach ins Licht kommen. Und knacks. Und knacks. Hey, Melody, pass auf, Mann. Und knacks. So, und tschüss, Mann. Okay. Rätsel gelöst. So, kannst du mal bitte die Truhe anleuchten? Das wäre sehr nett. Geht das so? Och, Mensch. Ich kann auch irgendwie alleine. Ich habe jetzt aber keinen Bock da, das Lied nochmal zu spielen. Läuft doch mal die scheiß Ding. Mann, ich will nicht. Mann, na gut, dann spiel ich's halt. Dann muss ich's halt spielen. Des Puppengamers. Ich kann dann irgendwie auch ihr Dings halt benutzen. Wundert mich bloß, dass sie das gerade nicht gesagt hat. Oder sagt sie das erst noch? Wow, wow, wow. So, genau. Zack. Und okay. Yay. Riecht dann nach Kompass. Oder nach Karte. So, alles klar. Hui. Alles klar, Link. Wir können wieder. Wir können. So. Hey. Was schreit die denn so? Yay! Die Labyrinthkarte. Na, sag ich's doch. Hab zwar schon 50.000 Stück davon, aber hey. Der Gag ist immer noch toll. Mit den ganzen Karten. Ich schmeiße sie so am Ende des Spiels sogar weg. Was ist los? Komm mal mit jetzt. Dummi, 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 dumm. Und im nächsten Raum. Was haben wir hier? Was ist das denn? Fiese Fratze. Ja, okay, ich erinnere mich, was man hier machen muss. Jedoch ist das erstmal nicht so wirklich möglich. Hier war auch noch, aber das geht auch erst später. Hier zum Beispiel haben wir einen Schalter. Ja, wir haben da einen Schalter. Dann warte mal. Oder ich gucke mir mal kurz die Karte an. Yo, ich könnte erstmal
Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ja, nee. Ich könnte erstmal da lang gehen. Aber das wäre doof. Aber da muss ich doch gar nicht lang. Ich könnte erstmal wäre nach rechts besser. Gut, dann probiere ich mal. Ups. Und ich dachte, ich hab sie in den Tod geworfen. Aber nein. Hatte ich ein Schwein. Da, wappada, boo. Mann, ich muss hier so oft das Lied spielen, Freunde. Ich hoffe, das wird euch nicht zu langweilig. So, genau. Durch ihren Lichtstrahl hält sie nämlich diese komische Giftsäure hier, was auch immer ist. Ja, geht jetzt auch. Sie bleibt dann schön so stehen. Danke. Okay, verdammt. Mensch, Link. Ach so, ja, Mann. Mann. Mann, ich muss den Justin nochmal spielen. Ich fasse es einfach nicht. Dieses dumme Lied. Ich werde danach wieder so einen Ohrwurm von haben. Miau, miau, miau. So, jetzt macht das doch nochmal richtig hier. So. So, jetzt muss es aber klappen. Ha! Yay! Tür ist open. Ich strahle doch nicht so an. Bin sensibel. Komm mit. So, dann gehen wir erstmal nach rechts. Oh. Oh, der Sarg ist aufgegangen. Und der andere Sarg geht auch auf. Oh Mann, ein Horrorszenario vom Allerfeinsten. Okay, ihr Säcke. Ho. Oh. Was? Was? Also. Okay, Bumerang bringt gar nichts. Bumerang bringt nichts. Wow, Schlitz. Haben wir hier irgendwas in den Särgen drin? Das war ja in Ocarina of Time so. Ich guck mich hier erstmal um. Hier ist ein Schalter. Hey. Die Tür ist open. Ja. Okay, die Tür ist wieder zu. Verdammt. So, was haben wir denn da oben Schönes? Das muss ich mir auch mal angucken. Die Leiter fällt hier voll auf. Total vergoldet oder irgendwie ganz komisch gelb. So. So, Link, dann greif mal kurz zu und zieh mal ein bisschen. Ah. So, okay, dann können wir die Truhe da auch aktivieren, wo, glaube ich, der Kompass drin ist. Wie sieht die Truhe aus? Erkenne ich das? Ich erkenne es nicht. So, Melody, ist wieder dein Part. Schon wieder. Oder immer noch. Aber es ist nicht schön, dass wir mal nicht allein im Tempel sind. Ich finde das irgendwie cool. So, ja, bestimmt einige fragen sich jetzt bestimmt schon, wie Makoros uns behilflich sein soll. Ich meine, sie hat wenigstens noch sowas wie brauchbare Arme und Beine und kann fliegen. Aber was würde Makoros machen? Der ist ja so ein kleiner Stöpsel. Ich glaube, der konnte auch fliegen. Weiß ich nicht mehr. Oh, das weiß ich nicht. Ups, nein, ich, Mann, ich wollte doch gleich sie auf den Schalter stellen. Ach, Mann. Um mir wenigstens ein Lied zu ersparen. Yeah, kleiner Schlüssel. Le Petit Key. So, jetzt soll sich aber nochmal. Oh, ich bin angestrahlt. Stell dich bitte auf den Schalter. Simona. Die hat rote Augen, die Alte. Warte mal, ich habe irgendwas gehört. Was ist jetzt los? Warte mal. Was ist hier los? Uah. Wer zum. Hey! Ich hab doch. Nein! Der Schattengrabscher hat mich erwischt. Wie peinlich. Autsch! Dankeschön. Oh, Melodie, oh nein! Ich muss das Lied nochmal spielen. Oh nee, ich stell sie einfach rauf. Ah! Hey, lass sie los, Mann! Lass sie sofort los! Ups! Nein! Ah, oh, was zum. Also komisch. Das habe ich gar nicht mehr durchgesehen. Tastenwirrwarr. Autsch. Mann, ey. Warum nämlich immer anfassen muss. Und was haben die Viecher davon, mich einfach mal so wegzuschmeißen? Oh, lass mich durch. Oh nein, die Knochentypen sind auch wieder da. So, nein. Ja, okay. Und ablegen. Och. Ich dachte, du sollst ablegen. Leg deinen Beistand ab. Halt. Das ist doch wieder nichts.
So, okay, und jetzt rauf da. Guten. Guten, guten, guten. Bis gleich, tschüss. Na toll. Na ganz toll. Hier brauche ich ja das Spiegelschild. Oder halt sie. Dann ist das hier mit Sicherheit einfach nur ein Schatzkartenraum. Gut, merken wir uns bitte für später. Jetzt mal raus hier. Ich mag den Tempel irgendwie nicht. Frag mich bloß nicht, wieso. So, hier ist bestimmt oder irgendwie was im Gang, eine Truhe oder so war da. Oder? Ne, hier sind bloß Totenköpfe. Okay. Und wenn nicht, sehe ich später sowieso noch. Ah, Schlüssel! So, was ist jetzt? Ah ja, okay. Warte mal kurz. Oh Mann, oh, visier doch mal an. Anvisieren! Schlitz! Anvisieren. Oh, wow, der Falsche anvisiert. Oh. Und sagt tschüss. Und sagt tschüss. So, okay. Was jetzt? Ah ja. Nee, Moment. Ich glaube, ich stelle mich einfach mal mit ihr auf den Schall darauf. Ach, war das nicht so, dass ich hier... Genau, ich brauche wieder so eine Steinviecher. Oh mein Gott. Die sind doch so out. Mann, lass doch mal die Kleine in Ruhe. Du kannst doch nicht einfach die Kleine da angreifen. Mann! Ich habe da gar kein Licht. Wo kriege ich das Licht her? Hm. Damit ich die kurz versteinern kann und dann halt darauf machen kann. Ihr versteht sich ja die Problematik. Oder ich probiere es einfach ganz schnell so. Autsch, Alter, voll runtergebasht. Yay. Bleibt das auch so? Verdammt, es bleibt nicht so. Ach, wie war denn das? Da kann ich sie einfach erstmal hochfliegen lassen? Flieg hoch, Melody! Hui, Dor, Dor. Sorry, Mann. Aber irgendwie war's witzig. Genau. Mir fällt's wieder ein. Die Erinnerung ist wieder da. Burn, Motherfucker! Runes! Majora's Mask lässt grüßen. So. Dann kommt mal her, ihr kleinen Stinkies. Kommt mal her, ihr Krochen. Kommt an, ihr Schlappert. Na? Noch etwas mehr, wann sind die blöd? Und down! Und ihr seid zu Stoneburner geworden. So. Yep. Eins und zwei. So. Komm schnell, Melodie. Ich weiß nicht, ob die da die Firma da so sind, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wie? Du hast ja gerade runtergekackt. So, ich schieb mal schnell das Ding runter, damit ich immer schön abkürzen kann und die Scheiße nicht wieder machen muss. Ach, und da unten. Kampf! Oh, das muss ich sogar machen. Na schön. So, und tatsächlich, sie sind wieder entstoned. Naja, lass uns da unten rumkrabbeln und rumschleimen. So, next Rätsel. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Hm. Okay, irgendwo Licht. Warte erstmal hier. Oh, Verzeihung. So, Mann, wer bist du denn, Mann? Mann! Kann ich dich nicht irgendwie töten? Ich will dich töten! Okay, es geht tatsächlich. Aber kommen die nicht irgendwann wieder? So, okay, hier sind jetzt erstmal übelste komische Rätsel. Ach ja, genau. Das war auch so ein Ding, den muss ich auch erst anleuchten. Damit ich ihn schieben kann. Aber schiebe ich erstmal das, was mir möglich ist. Nicht wahr? Na, und ein letztes Mal. Ching, ching. Oh. Wer hätte das gedacht? Licht. Okay, Melody, your part. It's your turn. Du, du. War der Tempel eigentlich groß? Ich weiß das gar nicht. Bling. No owner. So, jetzt hat man schön hier alles ein Stone. So, ihr könnt erstmal das Ding hier wegballern. Genau. So, und dann halt noch hier, diese komischen Wände hier. Kannst du auch wegballern. Knacks. Und Knacks. Oh, schön, ich habe den Porter. Das ist schön, weil dann kann ich jetzt wenigstens gleich, wenn ich den Part beende, schön immer wieder hierher kommen. Und Knacks. Und einfach so Knacks. So. Herrlich. Wunderbar. Alles wunderbar. Ups, warum fliegt sie jetzt?
Entschuldigung. Zuhauen. So, Freunde, würde ich sagen, im nächsten Part machen wir ein bisschen Käsekästchen schieben und dann sehen wir weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!